So, hier war aber stehen geblieben. Finde den runden Turm. Genau, da hat der Hugo gesagt, wir suchen einen runden Turm. Das war also, ich weiß nicht einmal, was das war. Ich auch nicht. Aber wir haben eine Spur. Pragmatisch. Gefällt mir. Werfen wir einen Blick auf die Karte oder weißt du, wo dieser Turm ist? Warum nicht? Mein Mischpult ist jetzt deutlich weiter weg. Deswegen ich mich dann halb gefühlt 50 Kilometer strecken muss. Ich soll einen runden Turm suchen. Macht da Lucky Lucky nach vorne, dann seht ihr einen runden Turm. Ich hoffe, man hört mich gerade gut. Weil das habe ich jetzt halt ehrlich gesagt noch nicht wirklich getestet, wie gut man mich hört. Ziemlich beeindruckend alles. Aber ich kann nicht glauben, dass du im Kloster warst. Jetzt doch kein runder Turm, sah nur so aus. Einer wohlhabenden Familie. Als sie erfuhren, dass mein Vater ein Schmuggler ist, wurde ich in ein Kloster geschickt, um mich von seinen Sünden zu befreien. Das hat offenbar nicht geklappt. Oh, sieht aber ist aber rund. Ich wollte lieber als freie Sünderin leben. Also floh ich, ich finde es auch gut, Vater. Sehr schön. Perfekt. Wir müssen aufpassen. Danke dir, Schatz. Wenn mein Traum falsch war, kann noch mehr falsch sein. Hey, sieh dich um. Alles ist gut. Das ist Jahrhunderte her, stimmt's? Sie hat recht. Wir sind bei dir. Die Frage ist jetzt nur, wo ist der runde Turm? Ich habe ehrlich gesagt nämlich null Ahnung, wo der sein kann. Den können wir nicht befragen. Da hinten sehe ich auch nichts Rundes. An diesem hellen Tag feiern wir den Sohn der Glutasche mit unserem Leben, unserer Freude und der Einheit, die uns mit der Mutter verbindet. Möge das Licht unserer Seelen den Sohn aus seinem Tiefschlaf wecken. Möge es ihn zu unserer Gräfin, der hellsten aller Seelen, führen und ihr Herz erfüllen. Dies könnte der erste Tag eines neuen Zeitalters sein. Lasst uns feiern. Möge diese Nacht heller als der Tag werden. Fische, Brot, Obst, Kräuter. Ich habe alles, was auf den Tisch kommt. Bei mir kommt ein guter Bockwurst auf den Tisch. Du? Du geschrien? Ja, wo ist der runde Turm? Nee, irgendwie. Wir sind da. Das Fest geht jetzt erst richtig los. Gehen wir hier durch. Das lohnt sich bestimmt. Sie sehen glücklich aus. Ja, mal hin, ne? Mal gucken, was abgeht. Gesegnet sei der Sohn. Gesegnet sei die Mutter. Und die Tage, an denen er wiederkehrt. Schaut sie euch an. Die wissen, wie man feiert. Und wenn sie die Wahrheit wüssten? Das brauchen sie nicht. Ist auch besser für uns. Ich will so gern wie sie. Du darfst dich nicht unterkriegen lassen. Und wie mache ich das? Denk einfach an was anderes. Und der läuft da voll mitten durch, ne? Läuft bei dir. Bist du besoffen oder warum sitzt du hier so rum? Aber das sieht rund aus da hinten. Zumindest ein Teil davon. Hier ist alles so alt. Wie soll uns etwas davon weiterhelfen? Wir finden schon etwas. Die Vergangenheit stirbt nie, Hugo. Du hast sie in deinem Traum gesehen, nicht wahr? Und dieses Heiligtum hatte auch viel zu erzählen. Die Tür ist mir wohl auf. Wir finden etwas in dieser Kapelle. Die Tür war vorher nicht auf. Da haben wir mal versucht durchzukommen. Aber da war sie noch geschlossen. Jetzt ist sie mittlerweile auf. Wir sind fast da.
Hugo, warte. Würde mein edler Ritter den Turm für mich erobern? Was? Ich will sehen, wie du ihn stürmst. Nimm ihn ein. Los. Ja. Bleib in Sicht. Ja. Danke. Das ist nicht leicht für ihn. Ich wollte dich fragen, ob du dir bei all dem wirklich sicher bist. Es scheint ihn sehr zu belasten. Ich weiß. Und das tut es auch. Aber genau deshalb machen wir das alles. Hör zu, wir kennen uns zwar noch nicht lange, aber... Ihr seid Geister. Geister, die ihm Angst machen. Es war die Hölle, Sophia. Du kannst dir nicht vorstellen... Kann ich nicht. Aber braucht er wirklich mehr davon? Uns bleibt nichts anderes. Ich glaube dir. Gut. Kann ich nicht herstellen. Ich habe schon zu viel davon. Wenn man an einem Punkt im Spiel ist, wo man nichts mehr herstellen kann. Also, das kann ich herstellen, das will ich nicht herstellen. Die Wunde tut am Finger weh, ne, wenn ich irgendwo drauf komme. Ich habe irgendwie am Finger so einen Knacken reingemacht, ey. Aber ich ziehe jetzt bis 10 Uhr durch, eiskalt. Ihr seid so langsam. Hey, sei nett zu alten Leuten. Du bist gar nicht so alt. Und? Gehört der Turm uns? Nein, abgeschlossen. Von der anderen Seite verschlossen. Sehen wir uns ein wenig um? Es gibt immer einen Weg rein. Hallo? Hier. Am Ende erobern wir ihn also doch. Übrigens ist Hugo der König und ich bin der Hauptmann seiner Wache. Du herrschst also darüber? Und du bist meine Schmugglerin. Ein königlicher Vertrag. Da. Welch Ehre. Denk dran, wir müssen noch eine echte Festung erobern. Oh, stimmt. Die Festung und ihre Kapelle. Kletter hoch. Ja. Ach ja, es ist wieder so schön, hier in der Welt zu sein, ne? Mir gefällt es hier so richtig, richtig, richtig gut. Mal abgesehen von den Ratten. Mir nach. Weil wäre jetzt nicht dieses Chaos durch die Ratten oder so. Es wäre einfach sehr idyllisch. So, jetzt einmal Stein auswählen. Und geknackt. Vorsicht, es geht runter. Aha. Weil mich, wenn ich mit dem Spiel durch bin, wird erstmal WoW für eine ganze Weile gestreamt. Das steht erstmal fest. Weil WoW ist ja eigentlich mein Hauptspiel. Ich glaube, das war's. Gehen wir? Ja. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Warte. Ah. Die Festung. Hoffentlich liegen dort nicht so viele Schriften wie in ihrem Heiligtum. Scheint jedenfalls nicht so verlockend. Graf und Gräfin haben sicher nicht in den Notizen gewühlt. Für sie sind diese Schriften viel zu heilig. Das finden wir nur auf eine Weise raus. Ja. Gehen wir. Stürmen wir die Festung. Wir werden schon das finden, was wir suchen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ein Sturm zieht auf. Wie kommst du darauf? Vertrau mir. Er ist traurig. Alles wegen eines Traums.
Wann hat dir zuletzt ein Traum die Welt bedeutet? Als ich aufhörte, ein Kind zu sein. Hey, das ist eine schöne Blume. Möchtest du sie? Natürlich. Es gab eine Zeit, in der ich die Blumen bekam. Die Zeit verfliegt, Süße. Sie werden groß. Na schön. Gehen wir zu dieser Festung. Los. Bleiben wir doch. Ich mag es hier. Hier bleiben hilft dir nicht, Hugo. Wir müssen weiter. Und ein Sturm wird aufziehen. Sag mal, Hugo, hast du einer jungen Dame schon mal eine Blume geschenkt? Nein, ich mag jetzt Federn lieber. Das Leben wird immer spannender. Erst Blumen, dann Federn. Federn sind besser. Warum? Weil man damit fliegen kann. Kapiert. Aber flieg jetzt bitte nicht weg. Ich frage es nur, wo finde ich die nächsten Federn? Wo finde ich die nächsten Erinnerungen? Wo finde ich irgendwas? Wie kommen wir da rüber? Sehen wir da unten nach. Voller Würmer. Nicht so nah ran. Die Brücke sieht ziemlich brüchig aus. Bringen wir sie zum Einsturz. Vielleicht mit der Armbrust? Von einem Ankerpunkt aus kannst du mit der Armbrust eine Verbindung mit Objekten herstellen. Und plötzlich habe ich Tomb Raider Flashbacks. Ja, wird es funktionieren? Hoffentlich. Tja, hat geklappt. Na, das nenne ich ein Geschenk des Himmels. Hält das? Solange du nicht springst? Das kann ich nicht runterziehen, um den Weg zurückzubauen. Komm, wäre auch schon schön gewesen. Zu schön, so rum muss es heißen. Oh, dieser Ausblick. Wirklich schön. Vermisst du schon das Meer? Noch nicht, aber das kommt noch. Aber du gehst jetzt nicht, oder? Nein. Erst, wenn ich mit deiner Schwester quitt bin. Was? Hat sie nichts gesagt? Sie hat mir das Leben gerettet. Oh, naja. Ja, zum Glück. Oh ja, ich auch. Geht's geradeaus weiter oder links? Geradeaus, also gehen wir links. Gucken wir, ob wir hier irgendwas finden. Man weiß ja nie, ne? Das Boot sieht sehr, sehr alt aus. Ja. Welche Geschichte wohl dahinter steckt? Was passiert mit den Menschen, wenn ein Boot so kaputt geht? Manche überleben. Andere werden von den Wellen in einen ewigen Schlaf gewiegt. Schön erklärt. Dann werden sie Krabbenfutter. Ich geht! Danke, Sophie. Gern doch. So schön alles erklärt. Und dann Krabbenfutter. Ganz dezenten Dämpfer verpasst. Echt. Oh, guckt euch das Wasser an, ne? Boah, das sieht doch geil aus, ne? Ah! Oh. Was kann ich denn herstellen? Nämlich gar nichts. Hier sehe ich aber auch nirgendwo Federn. Ich kann auch nicht hier... War da gerade was? Nein. Okay, sah nur so aus. Keine Feder, kein Geheimnis. Nur ein paar Schrauben. Schade eigentlich. Ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Ist aber auch nichts, ne? Schade, schade, Schokolade. Dann gehen wir frohen Mutes weiter. Oh, seht mal, da ist unsere Festung. Sie ist groß und unheimlich. Das Gebäude links sieht aus wie unsere Kapelle, oder? Ja, denke schon. Perfekt, folgen wir weiter der Küste.
Hab ich? Ja, ich habe schon die. Nee. Doch, ich habe, dass ich größere, mehr Bolzen tragen kann. Genau. Amicia, das Blut. Oh nein. Laufen wir jetzt mal geduckt, weil ich. Die Leiche. Was? Er ist festgekettet. Wir müssen zurück. Nein, wir müssen zu dieser Kapelle. Amicia, Alter! Wir haben hier einen Toten. Wir bleiben vorsichtig. Das müssen wir. Gehen wir. Alter. Wurde er so getötet? Ist er vor Hunger gestorben? Oder haben hinter ihm die Möwen, warum auch immer, angegriffen? Hat er die Möwen vielleicht verärgert? Kletter hoch. Weiß es nicht. Ich bin gespannt. Bleiben jetzt mal lieber in Deckung. Ich befürchte, hier kommen gleich irgendwann Gegner. Da werden wir hier unten schon was finden in Sachen Leiche. Alter, die haben denen gerade die Klippe runtergeschossen. Was das aus. Er ist über uns. Der Drecksack hier nicht still. Wir müssen denen echt Disziplin beibringen. Ja, das sah aus. Als ob das so ein Spartantritt gewesen wäre. Einen Schluck gönnen. Eine hab ich. Die anderen sind entkommen. Scheiße. Haltet Wache, falls sie zurückkommen, um den Rest zu befreien. Ich bring die hier zurück. Verstanden? Die anderen? Lass los, du Schwein! Oh, mach ich. Bald. Ich will Ruhe. Tötet alle Eindringlinge. Mist, wer sind die? Sieht mir schwer nach Sklavenhändlern aus. Sklavenhändler? Sie fangen Menschen und verkaufen sie die Tiere. Runter. Wirklich? Das hält uns nicht auf. Jetzt komme ich runter. Ich glaube... Es war Fuck! Ein Big Mac. Lecker. So sieht es bei McDonald's immer aus. Amicia? Ja, ich bin hier. Geht's dir gut? Ja, aber die meinen es ernst. Verschwenden wir keine Zeit. Verdammt. Ich hoffe, Milo hat recht. Wir haben genug Männer verloren. Wird schon gut gehen. Bisher konnten wir ihm trauen. Ja, dadurch, dass wir jetzt... Die Ratten sind nicht hier, Amicia. Sind natürlich jetzt. Oh fuck. Der Mann. Er hat sie mitgenommen. Was wird er mit ihr machen? Denk lieber nicht drüber nach. Okay.
Können wir ihr helfen? Vielleicht. Wir wissen noch nicht, was vor sich geht. Der Typ muss mal abhauen. Ich will jetzt erstmal hier rüber. Dann gleich in das rechte Gebäude rein. So, extra ein Ding zum Stellen draufwerfen. Genau, ja. Habe ich gesehen. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich gerade nicht langlaufe. Wo zum Teufel laufe ich gerade lang? Wo bin ich? Ich bin auf der anderen Seite gelandet. Unsicher. Ein schlechter. Oh, von da. Später. Schnapp sie! Scheiße!